Der SOVD tritt dafür ein, dass die Menschen mit Behinderung genauso Sport machen können wie Menschen ohne Behinderung. Und dieser verbindende Lauf ist dafür ein toller Anlass. Der Inklusionslauf des SOVD ist hiermit eröffnet. Dankeschön. Der SOVD-Inklusionslauf auf dem Tempelhofer Feld findet in diesem Jahr zum 5. Mal statt. Und wir freuen uns sehr, dass jedes Jahr die Teilnehmerzahl wächst. Der Lauf richtet sich an schlichtweg alle Menschen. Das ist eben Ziel der Inklusion, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, Familien, Singles, Alleinerziehende, groß, klein, dick, dünn, alle sind eingeladen mitzumachen, zusammenzukommen in so einer unkomplizierten Atmosphäre und zu zeigen, was Inklusion tatsächlich bedeutet. Demokratie braucht Inklusion. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Demokratie und Inklusion zwei Seiten einer Medaille sind. Wir wollen in einem Staat leben und wir leben Gott sei Dank in einem Staat, in dem alle Menschen gleich viel wert sind, in dem alle Menschen die gleichen Chancen haben sollen. Es geht also auch um soziale Gerechtigkeit und ich glaube, dass ohne Inklusion es auch keine Demokratie gibt. Inklusion heißt gleichberechtigte Teilhabe im gesellschaftlichen Leben, grundsätzlich überall. Ob das im Theater ist, im Sport, in der Schule, beim Einkaufen, ganz normal, eine gleichberechtigte Teilhabe. Ich bin total positiv überrascht, dass es zu dieser Anmelderzahl gekommen ist. 741 Läuferinnen und Läufer plus die Begleitläufer, die sind noch gar nicht mitgerechnet. Also das spricht dafür, dass A, ein Bedarf ist für inklusive Sportveranstaltungen, dass sie angenommen werden und dass sie da tatsächlich noch wachsen können. Und der Spirit ist ganz anders als bei sogenannten normalen Sportveranstaltungen, weil wirklich dieses Hand in Hand, dieses Ausgrenzen fällt weg und das Miteinander steht viel mehr im Mittelpunkt.